In Litauen zeichnet sich bei der Wahl an diesem Sonntag ein Politikwechsel ab. In den Umfragen vor der ersten Runde der Parlamentswahl lag die konservative Vaterlandsunion von Ministerpräsidentin Simonite nur auf Platz 3, deutlich hinter der sozialdemokratischen und einer nationalistischen Partei. And nowadays, especially in Lithuania, we have to be very, very conscious about who we are voting and to show just your support. Alle großen Parteien im NATO-Land Litauen, das an der Grenze zu Kaliningrad und Belarus liegt, sprechen sich deutlich für die Unterstützung der Ukraine aus. Deutschland hat eine Bundeswehrbrigade im Land stationiert. Die Ergebnisse der ersten Wahlrunde sollten am Montag bekannt gegeben werden, vor der entscheidenden zweiten Wahlrunde in 2 Wochen.